Schönen guten Morgen, siebte Klasse. Ihr habt ja gestern die Versuche beschrieben, einmal das mit diesem Windrädchen und zum anderen den Versuch mit diesen Kerzen rundherum. Und wir haben gesehen, dass das Windrädchen sich genau über dem Feuer dreht und dass die Kerzen, die unten am Feuer stehen, sich, sobald das Feuer entzündet ist, nicht vorher, sich dann, je stärker das Feuer brennt, umso mehr unten dem Feuer zuneigen. Nun, wofür steht das? Was passiert da eigentlich? Ich werde das mal versuchen, kurz an der Tafel zu skizzieren und euch dann bitten, das natürlich schöner und farbiger in eurer Beschreibung, die ihr jetzt dazu macht, die genannt werden soll Abluft und Zuluft, das dann schöner auszuführen und genau zu erklären. Also schauen wir mal. Wir haben das Feuer, also wir haben den Stapel, der da unten steht. Das steht, ich mache das jetzt nur als Skizze, ihr macht es dann bitte in schön, da steht hier das Holz, steht da so rum. Und wenn es dann brennt, dann hier die Flammen hochschlagen, ein bisschen Orange und ein bisschen Gelb da rein. Wie gesagt, ein bisschen schöner. Das ist jetzt nur eine Skizze für euch. Ja. Was passiert denn? Nun, wir wissen schon, dass die warme Luft nach oben steigt. Und das tut sie ziemlich genau über dem Feuer, indem sie also hier so hinaufgeht, relativ gerade. Hier oben, wenn es dann an der Decke angekommen ist, verwirbelt sich so ein bisschen. Das kann man ja in dem Rauch auch nochmal sehen. Das haben wir auch gesehen, wie der Rauch da wird. Ja. Also, das wäre also die Abluft. Und dann stehen ja die Kerzen, standen ja rundherum und die neigen sich vor allen Dingen von hier unten zu. Und wie wir wissen, braucht das Feuer frische Luft. Und das sieht man ja auch ganz besonders beim Anpusten des Feuers. Na, wenn wir unten schön gleichmäßig reingepustet haben mit der frischen Luft, dann hat das Feuer entfacht. Und wenn das Feuer entfacht war, dann brannte es schön auf. Und die Kerzen, dass die das jetzt sich dem hier zuneigen, das liegt daran, wie ihr sicherlich euch genau gedacht habt, dass die Zuluft von hier unten überall links und rechts des Feuers heranströmt. Also. Von hier strömt die Luft nun heran, von unten gesehen jetzt. So, das ist die Zuluft. Und dass das zwei ganz unterschiedliche Qualitäten sind, das ist uns ja bewusst. Denn, ich hoffe, es fokussiert wieder. Denn wir wissen, den Rauch, da haben wir ziemlich gehustet, den kann man nicht atmen. Und die Luft, die wir da unten ausatmen, die kann man schon noch einatmen. Die frische Luft, die unten als Zuluft dazukommt, ist einfach von einer ganz anderen Qualität als die Abluft, die oben ist. Wir sagen, die Zuluft ist frische Luft und die Abluft ist verbrauchte Luft. Eure Aufgabe ist jetzt, diesen Prozess zu beschreiben, das auch mit den Versuchen zu belegen. Woher wissen wir, wo die Zuluft herkommt? Woher wissen wir, wo die Abluft aufsteigt? Und das in einem Bericht zusammenzubringen, das Feuer, Abluft und Zuluft. Das ist die Überschrift.
Das ist der erste Arbeitsauftrag. Viel Erfolg!